Mein Name ist Annika Vohl, ich bin 32 Jahre alt, lebe hier im Herzen Aachens, direkt am Fuße des Lußbergs. Der Heute-bei-dir-Prozess wurde 2017 von Bischof Helmut Dieser ausgerufen in seiner Silvesterpredigt und er hat alle im Bistum Aachen ermutigt, an diesem Prozess teilzunehmen. Es geht darum, die Kirche zu verändern und zu verbessern. Unsere Teilprozessgruppe ist eine von 13 Teilprozessgruppen und wir beschäftigen uns mit den Themen Engagement und Nächstenliebe, im Speziellen mit den katholischen Verbänden. Wie ist der Stand der katholischen Verbände? Wie sieht die Verbandslandschaft hier in Aachen aus? Die Teilprozessgruppen sind wahrscheinlich genauso vielfältig wie der Prozess selbst. Ich muss sagen, ich bin selbst keine Verbandlerin, arbeite aber in der Teilprozessgruppe katholische Verbände mit und lerne unheimlich viel von den Menschen, die schon Erfahrung in der Verbandsarbeit haben. Ich würde einfach sagen, dass die Werte Nächstenliebe, aber auch Empathie und auch den Mut zur Veränderung mich leiten. Ich meine, wir wissen gar nicht, wo uns dieser Prozess alle gemeinsam hinführt, aber wir alle machen mit. Und ich glaube, dass es auch Hoffnung in diesem Fall ist, etwas zu bewirken und zu verändern. Und Kreativität, Spaß daran, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das sind so Werte oder auch Emotionen, die einen in diesem Prozess begleiten. Es gibt, sagen wir mal, zwei Arten, auf die ich mich einbringen möchte. Einmal als Christin mit meinen Hoffnungen und Wünschen, wie ich mir Kirche einfach in Zukunft vorstelle. Und auch als Sozialwissenschaftlerin mit meiner Expertise, um einfach zu schauen, wie können wir zusammen mit vielen Menschen so einen Prozess gestalten. Der Glauben und die Kirche spielen eine sehr große Rolle in meinem Leben. Und bei der Küchentischtour haben wir uns mit Bischof Helmut Dieser darüber unterhalten, wann wir beten, wann uns Gott im Alltag begegnet. Und dann kam die Frage, geht ihr auch noch in die Kirche oder nehmt ihr an Gottesdiensten teil? Und dann war eine große Gruppe von uns jungen Menschen, die das einfach ganz klar verneinte. Und ich habe einfach für mich selbst gemerkt, dass da etwas ist, was fehlt. Und deswegen möchte ich auch wieder selbst mehr Ansatzpunkte haben, um in die Kirche zu gehen und wieder einen Anschluss zu finden. Und das verspreche ich mir auch einfach vom Heute-bei-dir-Prozess.